Hallo und herzlich willkommen zu meinem fünften Podcast. Heute zeige ich, wie man auf dem Mac mit Better Touch Tool Fenster sehr schnell in vorgegebener Größe anordnet. Better Touch Tool ist auf meinem Mac installiert und wird jetzt in meiner Menüleiste angezeigt. Ich kontrolliere die Einstellungen, dazu gehe ich auf Preferences und unter dem Menüpunkt Basic Settings prüfe ich, ob auch der Haken bei Enable Window Snapping gesetzt ist. Das ist die Voraussetzung für das Fenstermanagement. Ich öffne ein Finderfenster, halte die linke Maustaste in der Symbolleiste gedrückt und ziehe es nun an den rechten Bildschirmrand. Better Touch Tool sorgt jetzt dafür, dass das Fenster die Hälfte des Bildschirms einnimmt. Wenn ich das Fenster in der Symbolleiste anfasse und mit gedrückter linker Maustaste nach oben auf den oberen Bildschirmrand ziehe, wird dieses Fenster bildschirmfüllend dargestellt. Ziehe ich das Fenster nun in die linke obere Ecke, dann nimmt das Finderfenster ein Viertel des Bildschirms ein. Mit Command und N öffne ich nun ein neues Finderfenster. Ziehe es in die linke untere Ecke des Bildschirms, so habe ich ein zweites Fenster, das ebenfalls ein Viertel des Bildschirms einnimmt. Nun kann ich mit Drag and Drop die gewünschten Dateien bequem von einem Ordner in den anderen verschieben. Das Ganze gibt es natürlich auch zum Nachlesen auf meinem Blog. Viel Spaß und viel Erfolg beim Nachmachen. Danke fürs Interesse. Anregungen, Kommentare oder Wünsche gerne an info@ulrike-jon.de. Happy Mac und tschüss, bis zum nächsten Mal.